Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zu einem Guide zu Leonidas für Total War Arena. Ja, dem spartanischen König, den ihr auch aus der Populärliteratur wie zum Beispiel 300 kennt. Hier im Spiel ist er der ultimative Tank, der perfekt Positionen halten kann, aber er kann auch Positionen erobern. Er ist zwar nicht besonders schnell dabei, aber dort, wo er sich hinbegibt mit der richtigen Einheitenkombination, ist er eine wahre Bedrohung für so ziemlich jeden Gegner, insbesondere dann, wenn er die richtige Unterstützung, zum Beispiel Fernkämpfer mit sich bringt, die er selber hervorragend beschützen kann. Je nachdem, was man dort mit ihm kombiniert, kann man dann sich deutlich besser oder deutlich weniger so gut mit entsprechenden anderen Gegnerkombinationen messen, aber nichtsdestotrotz ist er definitiv das Pendant eines Überlebenskünstlers auf dem Schlachtfeld, vor dem man sich wahrlich in Acht nehmen sollte. Um zu verstehen, wie Leonidas das macht, also das Tanken und das Überleben, müssen wir uns natürlich seine drei Fähigkeiten anschauen. Und damit beginnt er eigentlich mit einer eher offensiven Fähigkeit auf Stufe 1, dem Schildschlag. Eine aktivierbare Strike-Fähigkeit, mit der man Gegner in Kontakt ziemlich brutal zurückschlagen kann und erhöhten Nahkampfschaden verursachen kann. Das ist im Grunde die Fähigkeit, die dafür sorgt, dass ihr so ziemlich jeden Gegner im Nahkampf, mit Ausnahme von Elefanten und Piken, niederkämpfen könnt. Elefanten gehen deswegen nicht, weil man zu wenig Kontakt mit ihnen herstellen kann, und Elefanten sind auch so ziemlich das Einzige, mit dem Leonidas richtige Probleme bekommt, sofern er selber nicht mit Piken gespielt wird. Insbesondere dieser Schildschlag eignet sich sehr, sehr gut in Kombination mit den Hopliten, die sich wunderbar mit dem Phalanx-Tanz kombinieren lassen, also dass man in den Gegner hineingeht, den kompletten Kontakt mit seiner Einheit herstellt, den Schildschlag ausführt und sich dann wieder aus ihr zurückzieht, falls notwendig, falls nicht genügend Gegner zurückgeschlagen worden sind. Diese Fähigkeit ist das Ärgerlichste, was so ziemlich jedem Nahkämpfer auf der Gegnerseite, ob Römer oder Grieche oder Karthager oder Barbar, passieren kann, denn er tut höllisch weh. Wir können allerdings uns auch verdammt gut ab Stufe 3 gegen Geschosse verteidigen. Ähnlich wie Germanicus, der seine Testudo besitzt, besitzt Leonidas den Kampf im Schatten. Eine kleine Anlehnung aus dem Film 300, dann kämpfen wir eben im Schatten. Und ebenfalls wie Germanicus sind wir dazu in der Lage, hier ab einem bestimmten Level, das findet bereits schon ab Tier 6, spätestens ab Tier 7 statt, im Grunde überhaupt keinen Fernkampfschaden mehr zu nehmen, wenn wir Kampf im Schatten aktiv haben und eine bestimmte Ausbaustufe unserer Einheiten erreicht haben. Ich habe momentan hier eine Einheit, diese Agema-Speerkämpfer, die einen standardmäßigen Fernkampfabwehrwert oder Geschossabwehrwert haben von 44. Wenn wir den Kampf im Schatten anmachen, bekommen wir plus 57 obendrauf, was nach Adam Riese 101 Geschossabwehr macht. Und das bedeutet, wir haben eine 101-prozentige Wahrscheinlichkeit, Geschosse abzuwehren. Das bedeutet, frontal wird kein einziger Wurfspeer und kein einziger Pfeil mehr durchgehen. Aber Obacht, Artilleriegeschosse jeglicher Art, ob es von leichter oder schwerer Artillerie, ignorieren die Geschossabwehr vollständig. Und es bringt nichts. In solchen Situationen solltet ihr definitiv nicht mehr auf den Kampf im Schatten vertrauen und euch aus der Schusslinie dieser Einheiten in irgendeiner Form zurückziehen. Ebenfalls nutzlos ist der Kampf im Schatten, wenn ihr in den Rücken beschossen werdet. Da gilt die Regelung wie bei allen Geschossabwehrfähigkeiten. Sie funktionieren nur in die Front und bedingt in die Seite. Darüber hinaus kommen wir jetzt hier auch noch zu einem extrem starken Buff auf Stufe 5, dem sogenannten Stellung halten. Hierbei bekommen wir einen unfassbaren Boost von plus 45 Moral für eine Dauer von über einer halben Minute, wo wir uns selber und alle Einheiten innerhalb von 20 Metern mit diesem Buff hier versorgen können. Plus 45 Moral nimmt jeder gerne, ist häufig der Unterschied zwischen aufgerieben werden
oder eben nicht. Und darüber hinaus bekommen alle Phalanx-Einheiten, egal welcher Couleur, einen Bonus von plus 200% auf die Regenerationsrate für die Phalanx-Erschöpfung. Das bedeutet, dass eure Einheiten, ihr kennt diesen Balken vielleicht und habt euch schon immer gefragt, was bedeutet der eigentlich da unten? Was passiert, wenn der Balken voll wird? Ganz einfach, wenn die Phalanx-Erschöpfung zu hoch wird, also der Balken dann zu voll geworden ist, komplett voll geworden ist, dann sind die Männer zu sehr erschöpft und kämpfen nicht mehr. Sie sind nicht mehr dazu in der Lage, irgendeinen Schlag durchzuführen und sind im Grunde den Gegnern vollkommen wehrlos ausgeliefert. Deswegen muss man, wenn man mit der Phalanx kämpft, auch immer wieder den Nahkampf verlassen, damit sich die Phalanx-Erschöpfung regenerieren kann, also die Männer zu Atem kommen. Das kann man mit Stellung halten ein bisschen erleichtern, da aufgrund der Tatsache, dass die Regenerationsrate der Erschöpfung um 200% hier erhöht wird, was bedeutet, dass die Einheit ja im Grunde nicht mehr so schnell erschöpft, beziehungsweise sich schneller von dieser Erschöpfung regeneriert, und zwar in der Gestalt, dass ihr höchstwahrscheinlich gar nicht mehr so leicht die maximale Erschöpfung erleidet und den Gegner deswegen sehr, sehr leicht niederkämpfen könnt, also eure Männer brauchen einfach keine Puste holen. Ein extrem starker Vorteil, den so ziemlich alle gerne haben, insbesondere wenn sie Phalanx-Spieler sind, aber auch alle anderen, wie gesagt, werden sich über den Bonus, den die Moral hier mit sich bringt, sicherlich freuen. Und damit habe ich auch ein Gefecht für euch aus meinem letzten Livestream, bei dem ich persönlich finde, dass man die Stärken und die Schwächen von Leonidas wirklich sehr, sehr gut in ein und demselben Gefecht sehen kann. Ihr seht mich hier auf Alpis Graia ganz massiv ins Zentrum zum mittleren Aussichtspunkt vordrücken. Das ist genau das, was man meiner Meinung nach tun sollte, Schlüsselpositionen mit Leonidas besetzen und diese dann auch halten, solange es nötig ist, und dann weiter vordrücken. Ich habe hier eine Kombination aus zwei Hopliten-Einheiten und einer Pikenier-Einheit. Einerseits, weil ich diese Einheit hier nachleveln wollte, andererseits, weil es immer eine gute Idee ist, mit Leonidas ja, eine Piken-Einheit dabei zu haben, auch wenn man mit ihm sehr, sehr gut mit den Hopliten spielen kann. Ihr seht mich jetzt hier, den Kampf im Schatten aktiviert zu haben. Hier sind Wurfspeere, die können gegen mich keinen Schaden machen, aber was ebenfalls hier schon runtergekommen ist, das hier waren jetzt die Artilleriegeschosse dort drüben, und dadurch, dass hier auch kurz meine Formation gestört wurde, konnte der Gegner auch Fernkampfschaden an mir verursachen. Im Übrigen auch an diesen Pikenieren, die haben nämlich nicht die Fähigkeit oder ja noch nicht die Fähigkeit hier, die Geschosse komplett abzuwehren. Ihr seht, was los ist, wenn man Leonidas mit Piken spielt, eine extrem starke Möglichkeit, Gegner wirklich einfach wegzufräsen, als ob sie nichts wären. Das hat was von Grasmähen. Und ein weiterer Vorteil, den man mit Leonidas hat, ist, normalerweise können Einheiten, wie also diese Piken-Einheiten, die sich im Nahkampf bereits befinden und ihre Pikenformation noch nicht angemacht haben, ihre Pikenformation nicht mehr anmachen, weil sie im Nahkampf sind. Das ist ein Ausschlusskriterium bei der Pikenformation. Das geht mit Leonidas, wenn man sie im Nahkampf hier, also den Schildschlag einsetzen lässt, und dann sind sie kurzzeitig außerhalb des Nahkampfs, wenn man alles richtig gemacht hat, und dann kann man seine Pikenformation doch anmachen. Hier seht ihr jetzt hier den klassischen Phalanx-Tanz. Achtet hier unten ein bisschen auf die Erschöpfung. Die Erschöpfung geht zurück in dem Augenblick, wo ich mich aus der Einheit wieder herausziehe, und geht hoch, sobald ich wieder Nahkampfkontakt suche. Und im Wechsel mit meinem Schildschlag und dem Phalanxstoß metzle ich jetzt hier diese gegnerischen Centurio nieder, die mir im Grunde eigentlich ebenbürtig sind. Aber ihr seht, was hier für Zahlen aufploppen. Die Jungs haben überhaupt keine Chance. Das Einzige, was ich machen muss, ist dafür zu sorgen, dass sie jetzt hier nicht an mir vorbeikommen, um zum Beispiel die empfindlichen Fernkämpfer anzugreifen. Ich spiele hier allerdings auch eine Kombination mit Spielern, die dem Gegner zusetzen. Ich habe am Anfang ja etwas von Kombinationsfähigkeiten gesprochen, mit anderen Kommandanten, die aus meiner Sicht extrem wichtig sind. Und zum Beispiel ist ein Buff von Julius Caesar Veni für Leonidas sehr, sehr angenehm. Noch mehr Nahkampfangriff, noch mehr Nahkampfverteidigung ist etwas, über das sich Leonidas natürlich massiv freut. Er trifft selber besser und wird selber weniger getroffen.
mit Ausnahme von Artilleriegeschossen, weswegen wir jetzt hier auch nicht verweilen können. Wir drücken jetzt hier weiter vor und ahnen jetzt schon, dass hier Elefanten kommen werden. Eine Problematik für Leonidas, wie ihr gleich feststellen werdet, neben der Tatsache, dass da drüben Artillerie auf uns schießt. Es könnte also besser sein. Die leichten Gegner haben wir im Grunde jetzt für Leonidas dahin gemetzelt. Alles, was im Grunde standardmäßige Nahkampfinfanterie darstellt oder Fernkämpfer, sofern sie nicht von hinten kommen, sind wie gesagt für ihn relativ kein Problem, wenn sie sich von ihm erwischen lassen. Die größte Schwäche von Leonidas ist nämlich, dass er nicht besonders schnell ist. Er hat keine Fähigkeit von Haus aus, die ihn irgendwie schneller macht. Wenn es eine solche Fähigkeit gibt, dann gibt es diese nur auf der Einheit. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mit Leonidas machbar ist. Allerdings kann man das mit so ziemlich jedem Kommandanten machen, der Piken spielen kann. Elefanten töten. Ihr seht, der Elefant weicht meinen Piken aus. Warum ist das so? Piken sind ein natürlicher Konter gegen Elefanten. Und ich versuche jetzt hiermit quasi meine Verbündeten und meine Einheiten selbst vor diesen Elefanten zu schützen. Denn meine Hopliten haben keine Chance gegen die Elefanten, auch nicht mit dem Schildschlag. Die Elefanten sind allerdings mobil genug, um mich hier zu umlaufen, weshalb ich jetzt mir hier was einfallen lassen muss. Ich muss meine Männer nämlich jetzt hier wieder zurücktrapieren und gleichzeitig hier auch noch dem Artilleriefeuer ausweichen. Keine leichte Situation. Ihr seht, ich habe jetzt hier gerade eben meine normale Phalanx-Formation angemacht. Ihr seht allerdings, dass ich keinen nennenswerten Schaden an den Elefanten anrichten kann. Das geht tatsächlich nur mit den Piken. Die Reichweite des Kegels, also man muss dazu sagen, dass Phalanx-Einheiten einen sogenannten Kegel haben, also einen Schadenskegel, der sich vor ihnen befindet, ist zu kurz, um wirklich bei den Elefanten Schaden anrichten zu können. Das ändert sich allerdings jetzt hier, wie ihr seht, bei den Piken. Die Piken sind sehr, sehr gut geeignet und man kann auch mit Leonidas hier relativ gut Schaden gegen die Elefanten machen. Aber die Schwäche von Leonidas ist, dass er unglaublich unbeweglich ist. Da gibt es bessere Kommandanten wie zum Beispiel Kynane, um mit den Piken hier solche Aktionen durchzuführen. Ja, im Grunde kann man jetzt eigentlich nur sagen, jetzt seht ihr, was passiert. Wenn man die Gelegenheit hat, man muss versuchen, den Gegner in eine bestimmte Situation hineinzulocken. Das gilt so ziemlich für jede Kampfsituation mit Leonidas. Der Gegner, wenn er schlau ist, wird normalerweise den Nahkampf mit einem Leonidas versuchen zu meiden, wenn er es kann. Er wird versuchen, Situationen herzustellen, bei denen Leonidas seine Phalanx nicht anmachen kann. Hütet euch also vor Julius Caesar, ein wirklich gefährlicher Gegner für den guten Leonidas, denn der kann mit seiner dritten Fähigkeit Wiki verhindern, dass ihr eure Fähigkeiten wie zum Beispiel Phalanx oder auch Kampf im Schatten aktivieren könnt. Der negiert das komplett. Ein weiterer sehr, sehr gefährlicher Gegner für euch ist Boudica mit Kriegshunden. Denn Kriegshunde ignorieren eure Strikes, eure Schläge, wie zum Beispiel den Schildschlag oder den Phalanxstoß. Und vor denen solltet ihr euch ebenfalls in Acht nehmen. Die fressen euch einfach auf, als ob ihr Kekse wärt. Und da hat dann Leonidas auch nicht so viel zu melden. Dafür freut sich wiederum Leonidas massiv, wenn er eine Boudica in seinem Rücken hat mit Rebellion aktiv. Denn diese Rebellion erhöht den Nahkampfschaden und gleichzeitig setzt es wiederum die Nahkampfabwehr der Männer von Leonidas nach oben, also der Umgebungsbuff, ist also auch eine sehr, sehr gute Kombination mit Julius Caesar. Also man kann im Grunde eigentlich sagen, dass sowohl Boudica als auch Julius Caesar für den guten Leonidas der schlimmste Albtraum sind, wenn er gegen sie kämpfen muss. Auf der anderen Seite die besten Freunde, die er haben kann, wenn sie ja mit ihm zusammen in seinem Rücken kämpfen, denn dann wird das Leben für Leonidas sehr, sehr angenehm. Insgesamt bin ich persönlich der Meinung, dass Leonidas ein wirklich sehr, sehr guter Teamkommandant ist, aber auch einer, wenn man sehr, sehr offensiv spielt und nicht alleine davon jolot und sich dann nicht quasi einer entsprechenden Kombination, wie ich sie gerade eben genannt habe, gegenüber sieht, auch dazu in der Lage ist, alleine Positionen, insbesondere Engstellen zu halten, ganz nach dem Vorbild aus dem Film 300, solange, wie gesagt, ja, keine bösartigen Konter kommen, wie zum Beispiel Elefanten und ihr habt keine Piken dabei. Deswegen würde ich euch persönlich immer empfehlen, quasi so eine Combo zu spielen, eine Einheit Piken, zwei Einheiten Hopliten und dann die Piken entsprechend einzusetzen, um die Gegner
im Grunde aufzurauchen, wie ich es am Anfang hier getan habe, und dann mit den anderen beiden Einheiten die restlichen Bereiche zuzumachen und dann die Piken wiederum einzusetzen gegen andere Piken oder gegen Elefanten und so weiter und so fort. Denn das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, wie ihr jetzt hier gerade eben seht. Ne? Der Schaden, den diese Elefanten hier bekommen, ist sehr, sehr empfindlich. Die kommen jetzt hier zwar ohne Probleme durch meine Einheiten durch, aber das liegt nur daran, dass meine Pikeneinheit hier an dieser Stelle nicht, tief genug noch gewesen war. Die Staffelung der Einheit war einfach nicht mehr stark genug und deswegen konnte ich diese Elefanten jetzt hier gerade eben nicht aufhalten. Aber ihr seht, was Leonidas mit ein bisschen Support hier anrichten kann. Und meiner persönlichen Meinung nach ist, glaube ich, Leonidas so ziemlich der Kommandant, mit dem ich bis jetzt den größten Erfolg in Total War Arena feiern konnte. Er ist eigentlich, wenn man alles richtig macht und diszipliniert spielt, eigentlich ein Garant dafür, für ein sehr, sehr gutes Gefecht für einen selbst und natürlich auch für das Team, wenn man wichtige Positionen einnimmt und hält und dadurch dem Gegner Zugänge versperrt, wichtige Einheiten wie zum Beispiel Fernkämpfer beschützt, was manchmal durchaus auch ein bisschen frustrierend sein kann, weil man dadurch nicht immer angegriffen wird, weil der Gegner einfach sofort sich abwendet, einen anderen Weg sucht und man im Grunde das Gefühl hat, ja, ich stehe doch die ganze Zeit hier nur rum. Aber manchmal ist es mit Leonidas sogar wichtig, einfach nur herumzustehen und den Gegner davon abzuhalten, Dinge zu tun. In der Zeit können Kavalleristen, können Fernkämpfer wirken, den Gegner dezimieren und dadurch eventuell den Sieg mit herbeiführen. So, meine lieben Freunde, das war's eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Leonidas ist ein Charakter, der wie der Fels in der Brandung stehen kann und auch muss, aber in bestimmten Situationen Hilfe braucht oder entsprechend die richtige Einheitenkombination mit sich führen sollte. Er wird niemals ein schneller Kommandant sein, aber jemand, auf den sich die Armee verlassen kann. Das Rückgrat sozusagen einer Streitkraft kann er bilden, an der richtigen Stelle eingesetzt. Und wenn man dann noch weiß, wie man mit entsprechenden Phalanxen spielt, dann dürfte eigentlich einem guten Gefecht und vielleicht sogar dem Sieg relativ wenig im Wege stehen. Allerhöchstens noch Pech in Form des Matchmakers, in Form der Gegnerauswahl, die plötzlich auf der eigenen Flanke auftaucht. Und falls ihr euch dafür interessiert, wie man mit Phalanxen im Allgemeinen kämpft, ich habe oben rechts für euch hier in den Infokarten entsprechend die Videos dorthin verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch gute Gefechte und verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss und Ade.